Ja, Tagchen und willkommen zurück zu The Witcher 3. Und jetzt werde ich erstmal hier den Moisak anquasseln, denn er ist ja einer der ersten, die ich hier anrede, um quasi meine Armee, meine Unterstützung quasi zusammenzubauen, wenn ich denn den finde. Ich soll nach unten. Ich soll nach unten? Wie geht's nach unten? Geht's da irgendwo? Modron Freya. Nein. Gib mir Stärke, nicht zu große Göttin. Ja, das bringt mir jetzt gerade nicht viel, nicht so viel, wenn Freya dir hilft. Wo ist Moisak? Ist er begraben worden? Ist er tot? Ist da unten eine Höhle? Ach, warte mal, warum gehe ich nicht einfach der Minimap nach? Ach, da ist die Höhle, ich Depp. Na gut. Problem gelöst. Moisak, anquasseln. Können wir reden? Gut. Ja, vielleicht eine Partie Grind, ist klar. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen bald angreifen. Ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd? Bist du sicher? Dann weißt du, wo Ciri ist? Ja, ich weiß es. Und die wilde Jagd wird es auch wissen, sobald ich sie gefunden habe. Verstehe. Ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen. Danke. Keine Ursache. Ich habe das Mädchen großgezogen und bin ihr immer noch verpflichtet. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Jupp, wird gemacht, Gandalf. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Nun zu Krach. Der ist wo? Okay, ich sehe schon. Der ist wahrscheinlich in Kaer Trolden, oder? Wieder schön durch die Gegend hier porten. Naja, immerhin habe ich ja hier den ganzen Wegmeiser. Ach, die sind alle drei da sogar. Das ist ja geil. Das ist sehr geil. Wenn die alle drei da sind. Was mir übrigens gerade einfällt, das müsste doch rein theoretisch jetzt sogar auch die letzte Quest sein, kann das sein? Also die von der Hauptquest zumindest. Die beste Klinge ist nicht oder? Wert, wenn ein schwacher Arm. Weil ich meine, man weiß jetzt, wo Ciri ist und die ganzen Verbündeten werden zusammengesucht. Also wird's vermutlich mal die letzte Quest sein. Mach keinen Ärger. Ich gehe erstmal da hinten letzte hin. Nacht war. Da geht's hoch. Mach Platz. Bis hier nichts für Rumstehen bezahlt. Und auch nicht fürs im Weg stehen. Ja, gut gezählt. Blitzbirne. Ach, da ist Ciri. Nee, Ceres. Kann ich dich kurz sprechen? Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zwar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen bringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann hier nicht weg. Chalmar hat mir wichtige Aufgaben übertragen. Er ist jetzt mein König. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Ich verstehe. Dann muss ich weitersuchen. Viel Glück, Geralt. Aber. Oh. Dann gehe ich halt erst zu Halmia, bevor ich Krach anlabber. Kann ich hier Ceres nochmal anreden, sobald ich Halmia angeredet habe? Ah, das ist Halmia, genau. Wie steht's, Geralt? Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ankraits je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Kann Ceres auch mitkommen? Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Ist der Typ selber eine Erscheinung? Der ist ja einfach weg. So, ich versuche nochmal Ceres. Ceres, willst du mit? Kann ich dich kurz sprechen? Oh. Nicht dein Ernst. Oh, super. Leb wohl. Die kann ich jetzt echt nicht mehr mitnehmen? Hätte es denn geklappt, wenn ich erst Halmia angeredet hätte? Oder wäre das so oder so nicht am Funktionieren gewesen? Sicher hat er einen Riesen. Also haben sie gewettet, sie haben letzte Nacht. Naja, werde ich jetzt wohl auch nicht mehr herausfinden können. Schade, schade irgendwie. Was? Super. Jetzt muss ich auch mal die Tür aufmachen. Echt mal.
Guck mal, da liegt sogar ein Besoffener oder eine Leiche oder beides. Was? Was hat die gesagt? Liegt da immer noch der Loot? Oh, meine Bärenfelle! Ich hab meine Bärenfelle wieder! Yay! Ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll, aber ich hab sie wieder. Ich hab dich im Blick. Ja, ich dich aber nicht. Und das ist mir auch egal. Krach, krach, bleib stehen, mach keinen Krach hier. Seit du und Hjalmar den Eisriesen besiegt habt, sehe ich dich als einen der unsrigen. Sehe ich wie ein Skelett. Du hast das Herz eines Ankret. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Geralt? Was machst du da? Sag mal. Oh Mann. Geralt, du bist kein Mobiliar, verstanden? Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Wird gemacht. Rückenwand der Schrank. Was ist das denn jetzt für ein Blödsinn? Wie hab ich das denn hingekriegt? Hä? Was? Wie in Nilfgaard? Wie hat er erwähnt? Was ist denn mit den Nilfgaardern? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Aber keine Sorge. Wir werden die Schwarzen und die wilde Jagd vertreiben. Zwei Fliegen mit einer skellige Axt. Ciri wird in Kertrolde sicher sein. Sag mal, Geralt, wird denn langsam nicht da warm am Bad? Ich meine, so wie die Kerze da irgendwie die ganze Zeit am Brennen ist. Ist nicht heiß, ne? Mann. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Leb wohl. Warte. Ich lass dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Sag mal, wollte Geralt gerade allen Ernstes durch die Wand gehen? Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Ankret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet. In Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Der Anstand würde das sagen, aber die Gier sagt lieber das. Danke. Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Umso mehr weiß ich es zu schätzen. Jetzt gib schon her! Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl. Tja, Geralt, willst du dich gleich wieder in den nächsten Schrank reinstellen? Wo genau stand ich denn gerade? Da, ne? Ja, genau. Ich stand hier einfach mal eben schön. Im Kerzenständer und im Schrank. Super. Na gut. Wie sieht denn das... wie sieht denn das aus? Was für Werte hat das Ding? Echt jetzt? Erstmal, du gibst mir eine Waffe, die schlechter ist als die, die ich habe. Und zweitens gibst du mir eine Stahlwaffe gegen Monster? Sag mal, was...
Kann ich ja direkt auf dem Flohmarkt verkaufen, das Ding. Hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen. Ja, toll. Mir doch egal. Krieg ich auch nur Billigschwerter von euch. Echt mal, ey. Mach Platz hier. Ist mir doch egal. Hä? Mit wem soll ich denn jetzt reden? Dijkstra, Rosch, Soltan. Diese Tischmesser taugen höchstens. Okay, doch also mehr Leute, als ich dachte. Ja, das ist ja gut. Aber ich hab mir schon gedacht, so, hä, das können doch nicht die einzigen sein, die ich fragen soll. Aber das sind wahrscheinlich die einzigen, die ich fragen soll, auch in der Gegend quasi, denke ich mir mal. Demzufolge dürfte ich dann jetzt in Novigrad suchen, dann vielleicht irgendwo in Weißgarten oder Ysimar oder irgendwie so eine Richtung. Ach, keine Ahnung. Einfach mal gucken. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Das ist irgendwo, wo ist denn das? Hallo? Hallo? Hier wird mir nichts angezeigt. Warum wird mir nichts angezeigt? Was soll der Blödsinn? Ach komm, gehe ich einfach mal irgendwo hin. Der Fluch, der auf Uma besser als nichts, ne? Wahrscheinlich wird es mir dann erst angezeigt, wenn ich dann irgendwo bin. Naja, mal gucken, wo ich gleich bin. Aber ich glaube, diese Quest dürfte etwas länger gehen, oder? Also, jetzt allein das Suchen, meine ich. Dass die letzte Quest wahrscheinlich länger dauern wird, wird, denke ich mir mal, klar sein. Aber dass halt die ganze Sucherei da jetzt dann irgendwie eine längere Zeit dauern könnte, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt so toll. Stimmt ja, Dijkstra war in Novigrad. Warum bin ich dann am Arsch der Welt? Warum gucke ich dann hier in der Weltkarte und nicht direkt auf dem Wegweiser? Ach, ich weiß es einfach nicht. Ich bin halt so verpeilt. Nein. Wie? Warum bin ich in Novigrad? Nee, Quatsch. Oder? Nee, wo war ich denn gerade? Keine Ahnung. Okay, hier habe ich zwei Ziele und das dritte ist da. Dann gehe ich ehrlich gesagt mal lieber erstmal hier hin. Weil da ist ja dieser Rosch. Ne? Der Typ mit dem komischen Lappen auf dem Kopf. Wir bezahlen für ein freies Temerien mit unserem Blut. Jo, selber schuld. Rosch, wo bist du? Hallo? Mach mal Platz hier. Bist du hier? Du nervst, Grauhaar. Nee, der ist draußen. Und gibt gleichzeitig eine Quest. Ach, Teufel! Warum ist der Typ draußen? Gehe ich jetzt hier richtig? Ach nee, warte mal. Jetzt müsste ich unten? Also doch in der Höhle, oder was? Ich bin verwirrt. Ist der das? Nee. Hä? Ich kapier gerade gar nichts. Ein Hexer. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Nein, ich bin kein Hexer. Ich bin eine Bergziege, die den Berg runtersurft. Ah, Tölpel. Ja, mir doch egal. Ach, hier lang. Ja, super. Was? Bist du das? Ja. Geralt von Riva. Gesund und munter. Rosch mit einem Lappen auf dem Kopf. So wie immer. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Geralt, wir kennen uns schon lange. Du weißt, dass ich dich normalerweise nicht im Stich lassen würde. Aber ich stecke in Schwierigkeiten. Ein Versteck, das keines mehr ist. Eine Waffenlieferung, die nicht am Zielort eingetroffen ist. Und Wes, die mir Löcher in den Bauch fragt. Ich gehe nirgendwo hin, bis ich nicht alles gelöst habe. Okay, daher also wohl auch die Quest, die ich da bei dem machen kann. Okay, was ist denn das? Von Riva, gesund und munter. Du wiederholst dich. Du erwähntest ein Problem. Mhm. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Also ist sie einfach trotzdem gegangen. Ja, das hat er ja gerade gesagt, ich Depp. Warum Maulbeertal? Was wollte Wes denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden fünften Dörfler hängen. Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast.
Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Nur deinen Lappen auf Kopf nicht, ne? Vertraust du Wes nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Wes ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Na toll. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Klar, Hauptsache ich krieg deine Unterstützung bei der wilden Jagd. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Ja, sag dich ja. Die Quest wird sich in die Länge ziehen. Vor allem, weil ich jetzt eine Nebenquest noch auch noch machen muss. Jubi. Hexer können nicht die Pocken kriegen. Halt dich lieber vor. Keine Ahnung. Ich bin kein Arzt. Aber ein Hexer. Jo, wo muss ich denn jetzt hin? Offenbar zurück, wegen Wegweiser. Weil mein Ziel ist sehr weit weg. Wo denn genau eigentlich? Das ist irgendwo, nein, nicht in die Richtung, sondern in dieser Richtung. Genau, da, Galgenhügel. Wieder am Baum mit dem ganzen Weihnachtsschmuck. Na? Ja, genau, der Baum mit dem Weihnachtsschmuck. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute. Leichte Ausrüstung. Schleichenbahn. Da drüben beim... Tod den Schwarzen! Edme! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Oder rechtzeitig, wie man sieht. Komm mit. Ja, ich gehe ja schon hin. Warum sagst du, komm mit, wenn du mir hinterherlatschen tust? Ah, geht doch. Dann sag mir nicht, die kann verrecken. Okay. Offenbar schon. Verrecke! Wo ist mein... Genau. Friss. Oh. Sorry, Leute, ich hab mal eben den Garten umgepflügt. Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn da ein Zaun ist. So. Ach komm, hier. Und noch einer, weil es so schön war. So. Flog doch gerade dein Schuh da vorbei. Du brauchst mir nicht deine Schuhe entgegenwerfen, ja? Ach, warum nehme ich den ganzen Krempel auf? Ist doch. Ich sollte vielleicht mal fix nach vorne hin. Lass das. Brenne, wenn du schon dabei bist, ja? Ja, und alles schön hier. Platt machen. Lass mich mal zuhauen, bitte. Oh, die ist gleich tot, die Alte. Nein. Warum packst du dein Schwert weg? Nein. Lass das. Brenne. Komm. Ja, was soll ich machen? Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt.
Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fran! Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang Teng. Nees, der Madawa. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Geh? Sag mal, der liegt halbtot auf dem Boden rum. Aber okay, wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ja, hoffentlich bald in Kaer Morhen. Bei einem Selbstmordaktion. Ne? Wo ist denn der Typ jetzt eigentlich nochmal? Wo war jetzt der Wegweiser? Der war irgendwo da hinten, oder? Wer der... Ah, da ist der Wegweiser, ja. Da ist ja schon ein Wegweiser. Jutti, dann würde ich mal jetzt hier sagen, mache ich hier Ende und morgen geht's dann weiter. Mit der ollen Quest der Unterstützenden befragen. Nein, befragen der Leute für Unterstützung. Rasieren sich die Weiber in Novigrad. Oder irgendwie so eine Richtung. Na, passt schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.